Es sind Flugzeuge in der Luft, B-24-Bomber. Diese Kondensstreifen schreibt die 324. Staffel der 91st US Bomber Group in den Himmel über die Nordsee. Die Royal Air Force bevorzugt Nachtangriffe. Die amerikanischen Bomber fliegen seit dem 27. Januar 1943 am helllichten Tag in das Reichsgebiet ein. Das erste Ziel amerikanischer Luftangriffe in Deutschland war Wilhelmshaven. Das ist es auch an diesem 22. März 1943. Die Namen der Feldwebel an den Maschinengewehren im Rumpf dieses Bombers: Bill Winchell und Tony Nestell. Der Pilot, Hauptmann Robert Morgan, Wirtschaftsingenieur aus Ashfield, North Carolina. Winchell war im Zivilleben Chemiker in einer Lackfabrik in Chicago. Nestell reparierte Waschmaschinen in Detroit. Memphis Belle hat die Besatzung ihren Bomber getauft. Den Angriff vom 22. März 1943 dokumentiert der Hollywood-Regisseur William Wyler. Solange sie nicht abgeschossen oder als Kriegsgefangene in das Reich gebracht wurden, betraten vor dem 12. September 1944 keine US-Soldaten deutschen Boden.